Bitte schön. Danke dir. Guck mal, was ich rausgefunden habe. Bruder Johannes. Heißt eigentlich Johann Schäfer. Wurde wegen Mordes verurteilt. Er lebt seit 5 Jahren im Kloster, seit sein lebenslänglich zur Bewährung ausgesetzt wurde. Wen hat er getötet? Klassiker, den Liebhaber seiner Frau. Er hat die Tat sofort gestanden. Die beiden hatten ein gemeinsames Kind, das war zu dem Zeitpunkt 5 Jahre alt. Oh Mann. Wie schlimm für ein Kind, mit dem Wissen aufwachsen zu müssen, dass der eigene Vater ein Mörder ist. Hey, Micha, warte, ich stell dich auf laut, dann kann Charlie mithören. Also, wenn ihr mich fragt, da spielt jemand diesen Geistermönch aus wirtschaftlichen Gründen. Die sich lohnen. Die haben mit Merchandising-Produkten 3 Millionen verdient. Was ist, wenn Bruder Benedikt sterben musste, weil er bei dem Spuk nicht mehr mitmachen wollte? Er war neu da, vielleicht wollte er dem Ganze auffliegen lassen. Dann hätte der Prior ein Motiv. War eh verdächtig, wie schnell er ihn beerdigen wollte. Hat Robert schon was rausgefunden? Werde ich gleich erfahren. Der müsste jetzt zur Meditation bei Bruder Johannes sein. Der Arme. Dass so ein netter Typ wie du keine Freundin findet? Ja, verstehe ich auch nicht. Warum bist du Mönch geworden? Weil ich hier meinen Frieden finde. Hast du dich denn nie nach Familie gesehnt? Nach Kindern? Die Brüder sind jetzt meine Familie. Und jetzt lass uns beginnen. Schönen guten Tag. Es gibt Neuigkeiten. Wir ermitteln jetzt in einem Tötungsdelikt. Und wir vermuten den Täter hier bei Ihnen im Kloster. Oh mein Gott. Ich möchte jetzt mit jedem von Ihnen einzeln sprechen und die anderen warten bitte draußen. Sie sind neu hier? Ja. Mein Name ist Nasemann von der Kriminalpolizei. Türe bitte schließen. Dankeschön. Und Kollege, hast du schon eine Leuchtung gehabt, wer es gewesen sein könnte? Oder weißt du zumindest, wer der Hinweisgeber war? Dieser Jan weiß auf jeden Fall mehr, als er sagt. Und ich glaube, das hat mit Bruder Johannes zu tun. Bruder Johannes ist ein verurteilter Mörder. Ach ne. Du musst die beiden auf jeden Fall im Auge behalten. Und auch den Chef hier. Schick mir doch den Bruder Johannes mal rein. Alles klar. Bruder Johannes? Ja. Johann Schäfer? Ja. Und Sie haben mit Sicherheit auch schon herausgefunden, dass ich ein verurteilter Mörder bin. Aber ich habe mit dem Tod von Bruder Benedikt nichts zu tun. Das sagt ja auch niemand. Aber vielleicht haben Sie eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte. Will denn hier niemand, dass die Sache aufgeklärt wird? Wollen Sie mir auch erzählen, es war der schwarze Geistermönch? Glauben Sie an Geister, Bruder Johannes? Ich glaube nur an Gott. Schicken Sie mir bitte diesen Jan Becker rein. Jan? Ruhig die Türe wieder schließen, danke. Herr Becker, wissen Sie, was mich wundert? Dass Sie der Einzige aus dem Gästetrakt sind, der nichts gehört hat. Ich habe einen festen Schlaf. Und das soll ich Ihnen glauben, ja. Geistertüren ab. Geister töten eigentlich auch niemanden. Du hast doch eine Nacht hier irgendwas gesehen. Ja, reden würde helfen. Das muss ein absolutes Geheimnis sein, okay? Du darfst nichts sagen, schwörst du's? Ich schwöre. Okay, ich hab gesehen, wie Bruder Johannes aus sein Zimmer gegangen ist.
Ja, und warum hast du das der Polizei nicht gesagt? Weil er mein Vater ist. Ich habe ihn eigentlich nicht mehr gesehen, seit ich 5 Jahre alt war. Krass. Seitdem hattet ihr keinen Kontakt mehr? Er hat nie wirklich Kontakt mit mir gesucht. Er hat sogar zugelassen, dass der neue Mann von der Mama mich adoptiert. Weiß er, wer du bist? Nein. Als ich erfahren habe, dass er hier im Kloster als Mönch lebt, hatte ich die Idee, dass ich ihn ja irgendwie kennenlernen könnte, ohne dass er bekommt, wer ich bin. Aber jetzt habe ich halt mega Angst, dass ich ihn irgendwie fälschlicherweise belaste oder dass er nochmal jemanden ermordet hat. Warum sollte er denn? Hatte er Streit mit Bruder Benedikt oder was? Nein. Aber fuck, was soll ich denn jetzt machen? Ja, am besten die Polizei informieren. Und vorher sprichst du mit deinem Vater, deswegen bist du auch hier, oder nicht? Ich werde noch mal eine Nacht drüber schlafen, glaube ich. Gut, lass uns pennen gehen. Segneten guten Tag. Guten Tag, das wünsche ich Ihnen auch, Bruder Johannes. Was kann ich für Sie tun? Können Sie ins Kloster kommen? Ich möchte eine Aussage machen. Ja, natürlich. Ich komme gern, aber ich brauche ungefähr eine Stunde. Gut, um 10 in der Kapelle. Ja, super, bis gleich. Ciao. Oh, mal gucken, was er will. Ja, wir sehen uns. Ich habe es noch nicht geschafft, auszuziehen. Morgen. Sie wollten mich sprechen. Warten wir noch auf den Prior. Bruder Johannes, was gibt es Dringendes? Ach, guten Tag, Herr Kommissar. Grüße Sie. Jan ist mein Sohn. Bis vor wenigen Stunden habe ich es noch nicht gewusst, aber tief in meinem Herzen gespürt. Das freut mich für dich, Bruder. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, meinen Sohn jemals wieder umarmen zu können nach dieser schrecklichen Tat. Ich bereue sie so. Du hast dafür Buße getan. Das stimmt. Ich habe dafür gebüßt. Aber du hast für den Mord an Bruder Benedikt noch nicht gebüßt. Bist du nicht bei Trost, oder was? Oh nein, ich bin klaren Verstandes. Ich habe den Mord gesehen. Bruder Benedikt hat dich beim Spuken erwischt und wollte dies der Ordensleitung melden. Das wolltest du natürlich verhindern, weil du sonst als Prior abgesetzt worden wärst. Das wird dir niemand glauben. Du hast ihn gestoßen. Nein, nein, nein. Ich glaube ihn. Sie haben uns auch den anonymen Hinweis gegeben und uns den Bibelvers geschickt. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und es ist nichts geheim, was man nicht wissen wird. Ganz genau. Warum haben Sie so lange gewartet? Aus Angst. Aus Angst, dass Sie mir nicht glauben. Das Wort eines verurteilten Mörders gegen das von dem Prior. Mein Sohn hat mich zur Aussage überredet. Das hat er gut gemacht. Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie. Warten Sie kurz, eine Sache noch. Robert, der Neue, ist irgendwie auf einmal verschwunden. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Gestern Abend habe ich ihn noch gesehen. Robert ist ganz früh abgereist. Das ist er mit Sicherheit nicht. Das hat er mir gesagt, er ist mein Kollege. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich wollte das nicht. Was haben Sie getan? Junge! Robert, Junge, was machst du für Scheiß? Hm? Ich hab gar nichts gemacht. Oh Mann, ey. Boah, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Ja, Junge, ich auch. Du blutest total am Kopf. Ah, fuck, ey.
Der Prior war's. Er hat den Mann die Treppe runtergeschubst. Und da hat er auch als schwarzer Mann nicht rumgespuckt. Komm, wir müssen ins Krankenhaus. Alles nur Hokuspokus. Habe ich dir doch direkt gesagt, ne?